What's poppin', Boys and Girls? Ich freue mich sehr, dass ihr eingeschaltet habt. Ich entschuldige mich jetzt schon mal für die beschissenen Lichtverhältnisse. Es kann sein, dass ich gleich zwischendurch sehr hell und dann wieder sehr dunkel bin. Aber das liegt einfach an dem aktuellen Wetter und diesem Wechselspiel aus Wolken und Sonne. Und es macht mich verrückt, aber ich kann es jetzt nicht ändern. So, wir werden heute basteln. Und zwar habe ich irgendwann mal im Internet zwei Tassen gesehen, die ich voll cool fand für mich und Kevin. Und dann wollten wir die bestellen und dann waren die aber voll teuer. Ich bin auch nicht der Typ, der 15 Euro für eine Tasse ausgibt. Dann war aber Valentinstag und dann habe ich mir überlegt, ich mache die Scheiße einfach selber und habe mir diesen Stift gekauft. Das ist so ein Porzellanmaler von Rico Design und der hat irgendwie 3 oder 4 Euro oder so gekostet und dann habe ich mir einfach für 2,95 Tassen aus von Nanunana gekauft. Man denkt immer so, selber machen ist so Schnäppchen. Und dann am Ende hat man aber irgendwie, das ist wie mit dem Kochen, wisst ihr, man denkt so, oh ja, ich bin jetzt so voll sparsam und ich koche mir jetzt die asiatische Nudelfanne selber. Und dann gehst du irgendwie einkaufen und hast 40 Euro ausgegeben und die Hälfte verschimmelt und dafür hättest du halt locker 3-mal beim Asiaten essen gehen können. Und genauso ist es bei mir immer mit Bastelsachen. So alles, was ich bisher gekauft habe zum Basteln, da hätte ich das locker für selber kaufen können. In diesem Fall war das aber nicht so. Und deswegen habe ich gedacht, das ist ein richtig cooles Video einfach, um das mit euch zu teilen, weil eventuell ist es für euch eine kleine Inspiration. Für den nächsten Muttertag zum Beispiel kann man coole Sachen machen. Oder für den Valentinstag, zu Weihnachten, zum Geburtstag. Ich will keine 15 Euro für eine Tasse ausgeben, geht aber zu Nanunana und kauft Tassen für 40 Euro. Ja, ich habe jetzt einfach lustige Designs rausgesucht und verschenke die Tassen dann einfach an Freunde und YouTube. Eigentlich einfach an Menschen, die mir eingefallen sind, als ich das Design gesehen habe, weil ich kann den Scheiß nicht komplett behalten. Und ich laber jetzt nicht groß drum rum und würde sagen, wir fangen einfach mal an. Die erste Tasse, die ich machen möchte, wird eine Harry Potter Tasse. Mega einfach und das kann wirklich jeder Idiot nachmachen. Also sogar, wenn ihr künstlerisch überhaupt nicht veranlangt seid, dann kriegt ihr das hier hin. Ihr habt jetzt diesen Stift und ihr könnt einfach drauf losmalen und müsst aber halt aufpassen, dass ihr das nicht verwischt. Tada! Tasse ist schon fertig. Und es hat mich, ich schwöre Leute, es hat mich gerade 2 Minuten oder so gekostet, die fertig zu machen. Wir machen nämlich hier heute Abend so einen Raclette-Abend und ich weiß, dass eine meiner Mitbewohnerin auch ein sehr großer Harry Potter Fan ist und deswegen habe ich gedacht, bringe ich ihr ein kleines Tässchen mit. Kommen wir zur nächsten Tasse und das ist auch ein Harry Potter Design und zwar Akio Coffee. Wie cool ist das denn bitte? Und das Allercoolste an dieser Tasse ist einfach das Innenleben, weil einfach ein Grinch auf dem Boden der Tasse ist. Ich muss immer wieder betonen, das sind nicht meine Ideen. Ich habe mir die nur auf Pinterest zusammengeklaut. Ich habe mir gedacht, die mache ich für Podcast, die Alex und ich weiß, dass sie auch ein großer Harry Potter Fan ist. Das ist jetzt schon ein bisschen aufwendiger. Okay, ich mache das erst da drin, weil ich glaube, das ist scheiße. Also es sieht nicht so cool aus wie in der Vorlage gerade, aber einfach, weil mein Stift viel dicker ist. Ach man, die Idee zählt. Am Ende, wenn man Sachen selber macht, zählt immer die Idee. So wie mit Gutscheinen bei Eltern zu Hause. Kennt ihr das? Habt ihr auch immer Gutscheine verschenkt an eure Eltern so? Einmal Staubsaugen, einmal 20 Küsschen und so. Ich will nicht wissen, wie viele Gutscheine mein Vater in seinem Leben von mir bekommen hat. Und die einfach niemals eingelöst wurden. Das ist wirklich so einfach mit diesem Stift. Ich bin immer wieder fasziniert. Und ich kriege kein Geld dafür, dass ich das sage. So, Leute! Immer ich mal mit meinen Händen hoch. Kann ich das mal lassen? Schreien und Hände hoch. Das ist Markenzeichen Jaco Wusch. Richtig nervig. Ich schmier hier schon rum. Scheiße. Nein! Die Tasse ist fertig. Ohne Witz, Leute. Das geht alles viel schneller als gedacht. Also, ich habe jetzt vielleicht 10 Minuten für diese Tasse gebraucht. Und ich finde, das sieht jetzt gar nicht so richtig selbstgemacht aus. Also ja, es sieht schon irgendwie selbstgemacht aus, aber in schön. Wisst ihr, so in, ich bin mir jetzt nicht sicher, ob das selbstgemacht ist, aber es könnte auch eine sehr teuer gekaufte Tasse sein, weil sie sehr wunderschön ist. Nur das innen drin gefällt mir jetzt nicht so super gut, aber jeder, der Harry Potter guckt, der checkt, was das sein soll und der ist so blown away by the idea, dass das egal ist, ob ich das ein bisschen krüppelig gemalt habe. Und die nächste Tasse ist für den lieben Marvin. Der hatte nämlich damals eine Tasse als Profilbild bei WhatsApp und zwar Britney Survive 2007 You Can Handle Today. Und ich fand es so witzig, also für alle, die, keine Ahnung, 2005 oder so geboren sind, was ja unfassbar viele Menschen heutzutage sind. Ich bin immer wieder erschrocken. Letztens habe ich gelesen, du weißt, dass du alt bist, wenn du darüber nachdenkst, dass die Menschen, die im Jahre 2000 geboren sind, jetzt 17 Jahre alt sind. Da habe ich halt gedacht, ich falle in Ohnmacht, ne? Da habe ich so noch nie drüber nachgedacht. Wenn mich jemand fragen würde, so,
also jetzt bevor ich das gelesen habe, wie alt sind die Menschen, die 2000 geboren sind? Dann würde ich sagen, 5. So, das wäre meine Antwort gewesen. Aber nein, sie sind 17. Ja, es hat mich an meine Sterblichkeit erinnert. 2007 war der Breakdown von Britney Spears, wo sie sich die Haare abrasiert hat. Und er hatte das als Profilbild, aber es war halt nicht seine Tasse, sondern es war nur ein Bild aus dem Internet. Und deswegen habe ich gedacht, dass ich ihm eine Tasse bastel, dass er sie hat. Die Tasse ist fertig. Was soll ich sagen, Marvin? Es ist doch erst schön, wenn es nicht perfekt ist. Dafür machen wir jetzt Glitzer drauf, okay? Ist es ein Deal? Oh nein, ich brauche ein Gefäß. Ach, niemand braucht ein Gefäß. Man braucht nur irgendeine Unterlage. Wie rühre ich das denn jetzt um? Oh, das ist alles schon wieder so total unprofessionell. Ich kann kotzen. Was soll der Scheiß? Oh, das wird voll schön. Das wird voll schön. Auf jeden Fall deckt sie nicht so gut. Nein, ich bin so dumm. Ich bin so... Oh mein Gott, ist schon getrocknet. Oh mein Gott. Das ist, wenn Dumme Glück haben. Sie packen mitten rein und es ist einfach schon getrocknet. Ich finde, so ein goldener Henkel, der wertet die Tasse doch jetzt schon ganz schön auf. Ja gut, es ist jetzt vielleicht so semi-schön. Jetzt gerade sieht es eher so ein bisschen an wie angerotzt. So, meine lieben Leute, ich arbeite gerade schon an zwei neuen Designs, die ich auch beide sehr, sehr witzig finde. Was soll das denn jetzt? Hört ihr das? Ach nö, wenn ich jetzt drehe, fängt hier an eine Alarmanlage an oder was? Ja, weiß ich jetzt auch nicht, wie ich das finde. So, von meiner Feinmotorik her habe ich auch schon mal geilere Sachen gesehen. So, ich habe zwei weitere Designs fertig und die finde ich super witzig. Und zwar ist es zum einen das die I Hate Tasse. Und ich finde, die passt sehr gut zu Morgenden. Besonders zu Menschen, die morgens sehr schlechte Laune haben. So wie ich. Also ich habe eigentlich den ganzen Tag schlechte Laune, aber morgens oft besonders schlechte Laune. Dann habe ich noch eine There's a Chance This is Wine Tasse. Und das finde ich so witzig. Das könntet ihr zum Beispiel mit auf die Arbeit nehmen. Und ich habe mir gedacht, dass ich diese Tassen Michi Buchinger schicke. Ich weiß nicht, ob er sie haben will. Vielleicht gibt er mir seine Adresse nicht und sagt, Jaco, hau ab mit deiner Scheiße. Aber ich finde, die sind wie gemacht für Michael Buchinger. Mein Lieblingsformat von Michael Buchinger ist ja wahrhaftig, das Pinterestiert mich nicht. Und da wir hier basteln, finde ich, ist es auch vertretbar, dass Michi Buchinger zwei Tassen kriegt und nicht eine. Weil er für mich der Bastler meines Herzens ist. Was haben wir noch im Angebot? Oh ja, ich habe noch eine Tasse für Nisi. Und zwar, you have the same amount of hours in a day as Beyoncé. Ich bin sehr unzufrieden, sehr, sehr unzufrieden. Das sieht wirklich aus wie selbstgemacht. Ja, was soll ich jetzt machen? Muss ja jetzt weitermachen, es hilft ja nichts. So, fertig. Ja, ich finde, selbstgemachter DIY-Style ist ja jetzt auch in. Das heißt, man könnte sie theoretisch auch so gekauft haben. Ich habe immer das Gefühl, ihr könnt meine Nippel sehen, weil ich so einen komischen Kack-BH darunter an habe. Ich finde die mega lustig und gleichzeitig motivierend und demotivierend, oder? Diese Tasse geht an meine liebe Freundin Nisi156. Irgendwie stelle ich mir vor, wie du morgens aufwachst und diese Tasse aus deinem Schrank nimmst und da drauf guckst und denkst, ich hasse Jaco. So, ich habe jetzt noch ein bisschen weiter gebastelt. Es bringt euch ja nichts, wenn ihr mir die ganze Zeit zuguckt, wie ich hier anmale. Und ich habe noch ein paar sehr schöne Stücke kreiert. Und zwar zum einen die Kant-Tasse. Eventuell auch ein nettes Geburtstagsgeschenk für die beste Freundin. Kommt ja immer auf den Humor an. Ansonsten könnt ihr das auch sehr gerne, weiß nicht, irgendjemandem bei euch im Büro schenken, den ihr richtig scheiße findet. Dann habe ich noch einmal Poop Juice, finde ich auch sehr schön, weil, naja, die meisten trinken als Kaffee morgens und von Kaffee muss man kacken. Das ist halt einfach so. Dann habe ich noch eine Tasse, da steht drauf, I love my own farts. Und ich fand das irgendwie witzig. Und ich glaube, ich schenke sie meinem Vater, weil, ja, ich weiß nicht. Ich weiß nicht warum, ich habe die Tasse gesehen und ich musste zuerst an meinen Vater denken. Und was ich auch besonders cool finde, ist diese Tasse. Die kleine Tasse von Die Schöne und das Biest. Und das fand ich total süß und niedlich. So Leute, das sind meine ganzen Designs. Und wenn ihr jetzt mal überlegt, dass das 10 Tassen sind, 10 potenzielle Weihnachts- oder Geburtstagsgeschenke, die insgesamt
40 oder 45 Euro kosten, dann ist es ja wohl unschlagbar, was Zeit, Aufwand und Kosten beträgt. Ich find's einfach geil. Diese Tassen müssen 1 bis 2 Stunden, glaube ich, trocknen und dann gehen sie bei 160 Grad für 90 Minuten in den Backofen. Und ja, so 2-3 Tage später sind die Spülmaschinen fest. Ich habe mir überlegt, dass ich eine Tasse gerne verlosen möchte. Die Poop Juice Tasse. Wenn ihr Lust habt, eine Tasse von Jaco Wusch zu bekommen, dann geht auf Instagram, da verlose ich die. Und ich würde euch jetzt gerne noch viel mehr erzählen, aber ich sehe, wie die goldene Farbe an meinen Tassen runterrinnt und die ganz schnell in den Backofen müssen. Und deswegen, ja, wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Ihr seid süß, ihr seid klein. Denkt immer daran, Unterwäsche wechseln und nett zu eurem Nachbarn sein. Macht's gut. Ich hab euch lieb. Ciao.